Heute hier wieder, ihr wisst ja, ich bin auf der Suche nach einem neuen Auto, nach einem Nachfolger für meinen C63 und fahre da ein paar Autos Probe. Und heute ist der Florian hergekommen aus Richtung Rüdesheim. Und was hast du uns mitgebracht? Ein Lincoln Continental, Baujahr 69. Baujahr 69. Die Haube geht komplett von außen auf. Ja. Okay. Nicht verriegelt. Das ist ja geil. So, das ist die Maschine V8 7,5 Liter Hubraum. 7,5 sogar? Ja. Okay, das ist auf jeden Fall hubraumtechnisch die größte Karre bis jetzt, glaube ich. Also angegeben ist er mit 365 PS, SAE, also die amerikanischen PS. Mhm. Und um die 680 Newtonmeter. Okay. Was bezahlst du denn? Steuer? 160 Euro Steuer und 190 Versicherung im Jahr. Ja, das ist natürlich geil. Andere ökonomische Fakten, was braucht das Ding? Je nachdem, wie du fährst. Also auch gemütlich auf der Autobahn mit Tempomat so 15 Liter. Gemütlich 15, okay. Und in der Stadt so 25, vielleicht auch 30. 25 Liter, was wiegt der? 2,2 Tonnen. Okay, na gut, das ist ein bisschen was zu ziehen. So, jetzt sind wir im Inneren. Luxuriöse Cartier-Instrumente haben wir hier. Was hast du denn da? Öl? Tank, ja? Öl, Tank, ja. Gut. Tacho logischerweise in Meilen, nehme ich an. In Meilen, genau. Cartier-Uhr. Cartier-Uhr, wichtig. Batterie, Wassertemperatur, Scheibenwischer und Lüftung. Ja. Und das originale Kassettendeck aus den 60ern. Mit Mittelwelle funktioniert halt hier in Deutschland nicht. Geil. Und angemacht wird das gute Stück da unten. Genau. Ob ich ihn ankriege oder? Aber dann geht. Mach mal. Geh mal mit dem linken Fuß auf die Bremse und mit dem rechten dann vielleicht ein bisschen Gas angekommt. Ja, ja, musst du ein bisschen mehr lassen. Ja. Bisschen Gas, komm. Bleibt er an? Gas essen. Du hast oben einen relativ hohen Widerstand, da musst du so ein bisschen drüber treten auf dem Gas. Okay. Und so ab Halbgas, da ist er ein bisschen, da kommt er nicht so, da zickt er momentan. Das ist ein bisschen. Mit dem Dings musst du jetzt machen, oder was? Ja, das will ich hier auf den Mund. Tut mir leid, alles geht, nur der ging jetzt heute nicht. Alter. So bin ich das letzte Mal gefahren in der Fahrschule, erste Stunde. Da wo dann her- Das ist die Hupe. Muss drücken. Drücken? Ja. Geil. Die sind auch obligatorisch hier. Was soll ich sagen? Sehen Sie? Husten. Wie ist da hinten? Hast du genug Platz? Jo. Einmal frei. Viel Beinfreiheit. Heiß hier drin. Keine Klimaanlage. Gefällt mir nicht. Keine Klimaanlage, doch hast du Klimaanlage. Klimaanlage ist drin, doch, du hast da. Echt? Ja, selbstverständlich. Hier haben wir oben ein kleines Detail. Das ist Tempomat, oder? Tempomat. Dann haben wir natürlich die elektrischen Fensterheber. Alles schon da gewesen damals in den 60ern. Elektrische Sitze. Echt jetzt? Okay, ja. Wo sind die? Links unten. Hast du da, wie eigentlich bei jedem normalen Auto dann. Hier irgendwo? Ja, da hast du so ein Joystick quasi. Ah ja, okay. Du bist schon ganz hinten, kannst nach vorne. Ja. Und da liegt ja das Leder. So höhenverstellbar. Also kannst du Neigung. Da unten. Ich mach die Tür auf. Nein. Dieses Ding, was du da siehst? Außen? Ja, wollte ich schon fragen. Das sieht aus wie so ein kleiner Blinker. Das ist ein Blinker, meinst du? Ja, von vorne sah es aus wie ein kleiner Blinker. Das ist aber aus den 60er Jahren ein Sensor fürs automatische Licht. Sobald es dunkel wird, macht das Licht an. Ach echt?
Die waren halt damals noch ein bisschen größer als heute. Ja, das haben die ja echt schon früh gehabt, manche Sachen, auch so Fensterheber und so, das war ja hier. Da waren die uns ungefähr 20 Jahre voraus. Also Fensterheber waren hier so, in den 90ern war das noch so voll so ein Highlight, wenn du Fensterheber im Auto hattest, ja? Ja, nee, das war damals Standard. Ja, krass. Was ist das hier oben? Für die Gurte, wenn die Tür offen ist, wenn die Lampen ausfallen, ah, okay. Und für den Kofferraum. Den Kofferraum kann man von innen öffnen. Kann man hier per Luftdruck von innen öffnen. Aber was wir noch zeigen müssen, ist, wie die Lampen vorne aufgehen. Ja, wir haben noch was. Und zwar das Fernlicht ist nicht normal, wie man es kennt bei den deutschen Autos, sondern da ist unten links im Fußraum so ein Tippschalter. Im Fußraum? Im Fußraum, ja. Also bedienst du auch mit den Füßen, oder was? Ja, genau. Mit dem linken Fuß machst du ans Fernlicht an. Okay, das aber, nehme ich an, Handbremse da? Ja, das ist quasi hinter, genau, das ist die Handbremse. Und ja. Da dahinter, ganz unten, ist so ein silberner Nippel. Ah ja. Das ist das Fernlicht. Ja, man sieht, es ist ein bisschen dunkel, aber da wird das Fernlicht also bedient. Und das funktioniert super gut. Also das ist angenehmer als mit dem Schalter. Ja, glaube ich, ja. Das nervt ja, wenn wir fahren so. Das war damals das zweiteuerste Auto, was man kaufen konnte. In den USA? Ja. Echt jetzt? Teurer war nur der Cadillac Eldorado. Okay. Und der Motor ist in Ford, ne? Genau, Lincoln gehört zu Ford. Das ist die Luxusmarke von Ford. Nach wie vor, glaube ich. Ja, immer noch. Ja, genau. Okay. Die kommt jetzt dieses Jahr, kommt das 2017er Modell vom Continental wieder neu raus. Okay. Und der heißt jetzt Continental Mark II oder was steht da? Oder? Also ja, Mark III ist das. Okay, was heißt? Ja, also eigentlich ist es Lincoln Continental, aber es gibt auch den Mark. Im Schein steht unter Mark III, also das war damals immer so ein Mischmarsch. Es wurde beides, weil es gab früher schon Mark I, Mark II in den 50ern und sowas. Okay. Und das war irgendwie so ein Mischmarsch. Da waren sie sich nicht ganz einig, wie sie ihn jetzt nennen sollen oder sowas. Okay. Deswegen steht Lincoln drauf, im Schein steht aber ursprünglich auch mal Mark III drin und sowas. Okay. Also ich muss sagen, bei der amerikanischen Modellpolitik und bei der Nomenklatur, da habe ich noch nie so ganz durchgeblickt. Ja, es gab ja auch jedes Jahr neue Modelle und Facelifts und man kann die 69er, 70er, 71er kann man genau unterscheiden. Geiles Design auf jeden Fall. Ganz wichtig ist natürlich immer beim Auto-Bodybuilding-Test, ob die Sporttasche reinpasst. Und dann gucken wir jetzt mal, ob der Kofferraum groß genug ist. Mach's mal auf. Also man sieht, die Sporttasche passt locker rein, noch ein paar andere passen sogar rein. Das ist Ersatzrad wahrscheinlich. Ersatzrad, richtig. Aber sagen wir mal, für die Größe vom Auto, wie lang ist das Ding? 5,50 Meter. 5,50 Meter, also so lang wie ein Maybach ungefähr. Ist der Kofferraum dann doch ein bisschen bescheiden, bisschen oder? Bisschen dünn eigentlich, ja. Naja, passt da ein bisschen Wasser rein von der Höhe? Ja, ja. Das Blech ist ja nur separat eingebaut, da geht es ja noch runter. Okay. Also Sporttasche passt auf jeden Fall rein, so gesehen Bodybuilding tauglich. Das hier ist das Tempomat. Ach, geil. Der holt sich hier die Geschwindigkeit vom Tacho und dann zieht er hier über Luftdruck zieht er hier den Gashahn. Ach, echt jetzt? Ja. Dann hat er hier zum Beispiel das Haupt- und Unterdruckdose, wo auch die Klappen gesteuert werden, die Kofferraumöffnung, alles mit Unterdruck. Das ist ja Wahnsinn. Das funktioniert alles noch. Das funktioniert. Das war der Lincoln Continental, Baujahr 69. Also wir haben gesehen, der Kofferraum ist auf jeden Fall Bodybuilding tauglich. Der Innenraum ist geil, ist auch für faule Bodybuilder mit elektrischen Sitzen und so weiter an alles gedacht. Nachteil ist ein bisschen der Verbrauch, würde ich sagen. Und was noch? Es gibt keine Nachteile. Doch, es gibt einen Nachteil. Momentan läuft er nicht. Er läuft leider nicht. Und das gehört leider zum Oldtimer eben dazu. Wenn man, vor allem wenn man so an die 50 geht, wie der hier, ist ein bisschen schlecht mit der Zuverlässigkeit. Das ist jetzt das zweite Mal, dass du ADAC holen musstest. Jedes Mal, wenn ich zu dir fahren wollte. Ist schon mal zu mir gefahren oder hat es versucht. Wie weit bist du da gekommen? Das bis Braubach, glaube ich. Bis Braubach, genau. Heute hat er es bis Koblenz geschafft, aber leider haben wir es nicht mehr geschafft, mit einem guten Stück zu fahren. Beziehungsweise ich bin hier auf dem Parkplatz so 12 Meter gefahren. Letzten Endes hab ich ihn gehimmelt wahrscheinlich. Und das war's dann leider. Also wir konnten leider keinen Soundcheck machen und ja, leider nicht testen, wie das Ding im Straßenverkehr so ist. Aber schön.
das war's für heute mit dem Winkel Kontinente. Wenn es euch gefallen hat, teilen, liken, sharen, abonnieren und so weiter. Und ansonsten bis zur nächsten Folge. Einen guten Pump. Wen rufst du an jetzt? ADAC. Und wie viel denn war? Mit dem Auto zum zweiten Mal. Jetzt ist er zum sechsten Mal. Hallo, Funksberger. Ich bräuchte einen Abschleppwagen. Ein Lincoln Continental, Baujahr 69.